Herzlich willkommen zu einem neuen Finanztalk. Heute ganz abgespaced möchten wir hier das Thema Weltraumfahrt und vielleicht auch Tourismus in der Branche vorstellen. Und da muss ich gleich einmal fragen, wen ich hier im Orbit habe. Ding, 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 ding. Erde an Christian, bist du zu hören? Ja, ich bin zu hören. Ich habe schon überlegt, hallo lieber Andreas, ich habe überlegt, ob ich mich hier irgendwie so herstelle und versuche, irgendwo zu schweben. Aber ja, gute 80 Kilo Lebensgewicht machen das auf der Erde nur schwer möglich. Dementsprechend ein gewisser Neidfaktor dem gegenüber, den wir jetzt besprechen werden, der ist nämlich wer? Ja, es gab einen Weltraumflug von Richard Branson. Richtig, Richard Branson ist der Unternehmenslenker hinter der Virgin-Gruppe, unter anderem eben auch hinter Virgin Galactic. Und der hat den ersten Touristenflug, wurde darüber geschrieben, den ersten Touristenflug ins All gestartet, nämlich Anfang dieser Woche. Und das ist von der ganzen Welt mit Argusaugen beäugt worden, weil man da relativ hohe Potenziale auch an wirtschaftlichen Umsätzen vermutet. Aber so, er hat das auch lange vorbereitet. Er hat davon geträumt, schon seit seiner Kindheit, wie du schon sagtest. Und die Lizenz, dass er überhaupt das starten darf, die hat 16 Jahre lang gebraucht. Und nun durfte er endlich starten, hat es auch getan und war somit der Erste, der es gewagt hat, mal ganz kurz ins Weltall durchzustarten und wieder ganz sicher zu landen. Und damit reiht er sich in eine Reihe von, ich möchte nicht sagen Träumern ein, aber von denjenigen, die auch ihre Träume in solchen Sphären umsetzen können. Und da muss man schon Milliardär sein. Oder? Ja, definitiv. Heutzutage muss man das sein. Ich sag mal, früher war das noch anders. Da gab es die Weltraumfahrtsorganisationen, eine NASA oder in Europa eine ESA. Wir haben ja auch einen, ja, sage ich mal, relativ berühmten Deutschen gehabt, der als erster Deutscher im All war, damals noch auf Seiten der DDR, nämlich der Sigmund Jähn. Der musste kein Milliardär sein. Der war zwar danach Volksheld, aber vorher kein Milliardär, sondern ganz normaler Bürger eines Landes, weil eben solche Geschichten durch Länder finanziert wurden. Heutzutage ist das eben so, und da geht es wieder darum, um dieses Thema Tourismus im All, können das eben sich hauptsächlich Menschen erlauben, die eben das nötige Kleingeld haben. Und jetzt haben wir als erstes Richard Branson gehabt. Als nächstes wird folgen der, mittlerweile muss man ja sagen, der Ex-Amazon-Chef, aber nach wie vor Amazon-Gründer, Jeff Bezos. Und wir haben noch so einen, wie du gesagt hast, Träumer, der demnächst auch starten wird, ein Stückchen nachgelagert. Der ist wer? Elon Musk, würde ich sagen. Richtig. Also ich sage mal so, eine illustre Reihe von Menschen, die mit Träumen angefangen haben und jetzt tatsächlich auch umsetzen. Gut, mit Träumen haben wir auch angefangen. Zuletzt vielleicht aus der Kindheit noch bekannt, Jules Verne, der Roman Von der Erde zum Mond von 1865, schon ein paar Jahre her. Aber dann kam vielleicht beim Hause Bezos die Idee von seiner auch Ex-Frau, muss man sagen, ich schieße ihn zum Mond. Dadurch war vielleicht auch dieser Gedanke geboren. Wer weiß das schon? Auf alle Fälle, sie haben das nötige Potenzial, das nötige Kleingeld auch für solche Entwicklungsarbeiten und natürlich auch diesen Ehrgeiz, der Erste zu sein. Nun war Herr Branson der Erste mit seiner Firma. Jeff Bezos legt aber relativ zeitnah nach. Ja, absolut. Am 20. Juli ist da geplant, dass Blue Origin abhebt Richtung Weltall. Dieses Thema Weltall ist ja, sag ich mal, für uns erdverbundene Menschen doch so ein bisschen schwer zu verstehen. Richard Branson war genau 5 Minuten in der Schwerelosigkeit, 80 Kilometer Höhe über Erdboden. Ja, unter Weltall stelle ich mir noch was anderes vor, aber ich muss da auch nicht richten. Und dementsprechend ist das eben so, das gilt als Weltraumflug. Bei Jeff Bezos wird es, glaube ich, so Richtung 100 Kilometer gehen, wenn ich mich da richtig belesen habe. Aber auch das ist für mich irgendwie noch nicht so richtig das, was man aus diesen Science-Fiction-Filmen dann kennt, wo eine Enterprise durchs Weltall fliegt. Elon Musk plant das anders. Der ist schon dabei, den Flug zum Mond zu planen. Lassen wir uns mal überraschen. Kleiner Fun-Fact für dich vielleicht noch, was jetzt diese Woche auch bekannt gegeben wurde von Seiten der deutschen Politik.
Politik, beziehungsweise genau zu sein, vom deutschen Verteidigungsministerium. Auch wir als Deutsche haben mittlerweile eine Einheit, die eben für, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, oder gegen Space Invaders da ist. Nee, aber die Bundeswehr hat tatsächlich eine Weltraumeinheit bekommen. Was genau die machen, konnte ich mir noch nicht anlesen. Ich fand es aber super spannend, dass wir Deutschen jetzt auch im Weltraum aktiv sind und uns da verteidigen. Da geht es eher um Satelliten und so weiter, aber auch wir spielen damit. Ja, hoffentlich hält das Gerät der Bundeswehr, da gab es ja auch einige Schlagzeilen in den letzten Jahren, dass da nicht alles auf dem neuesten Stand war. Man darf gespannt sein. Aber gespannt sein darf man als Anleger, um den Bogen wieder zu Finanzen zu spannen. Natürlich, was sich beim Aktienkurs tut, und die Virgin Galactic ist ja notiert an der Börse, hat drei große Zacken in den letzten Jahren aufgewiesen. Und als er wieder geerdet wurde, der Richard Branson, also zurückkam, ist auch der Aktienkurs ein Stück weit zurückgekommen. Ist die Fantasie dann erst einmal raus, oder wie kann man das sich am Ende erklären? Ja, ich sag mal, die Erklärung dafür ist dieser althergebrachte und mannigfaltig genutzte Satz, buy on the rumor, sell on the facts. Also sprich, wenn die Erwartungen noch nicht erfüllt sind und wenn Fantasie noch da ist, sollte man eher kaufen. Und in dem Moment, wo dann diese Fantasien erfüllt werden, also wo Tatsachen entstehen, was ja jetzt mit dem Raumflug getan wurde, sollte man eher wieder verkaufen. Ich glaube, darauf ist das zurückzuführen. Da war viel Spekulation vorher drin, die jetzt raus ist, weil es einfach geschehen ist. Aber das soll, glaube ich, jetzt nicht die Anleger da entmutigen, sondern tatsächlich, man muss das weiter beobachten. Wirtschaftsinstitute schreiben dieser Branche riesengroße Profite für die Zukunft zu. Lassen wir uns mal überraschen, wie das da weitergeht. Ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht in so einer Kapsel oder in so einem Flugzeug drin sitzen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich ganz gerne ein bisschen Platz um mich herum habe. Das Thema Platzangst begleitet mich. Ich habe keine Extreme, aber ich muss jetzt nicht einer der Ersten sein, die da auf dem Mond sind. Mal ganz abgesehen davon, dass mir das Kleingeld auch ganz ehrlich fehlt. Also volatil wird es bei der Aktie, um da nochmal den Bogen zu spannen, mit Sicherheit bleiben. Aber welche Richtung, ob die dann auch ähnlich abhebt, wie das Richard Branson getan hat, wird sich zeigen. Auf das Kleingeld kommt es natürlich an, das kann man sich aber mit dem richtigen Investment auch quasi verdienen, und zwar über einen langen Zeitraum. Das sind ja ETFs immer wieder diese Produkte, die für Kleinanleger und auch für Großanleger natürlich spannend sind, passiv investieren, und da gibt es passend dazu jetzt neuerdings einen Space ETF. Ich musste mal das Tickerkürzel hier zitieren, weil mich das echt frohlocken ließ, das heißt nämlich Yoda. Ja, mag wohl eine Analogie sein zum Filmhelden, ja, zum Master Yoda. Han ETF hat das Ding aufgelegt. Aber auch da gilt zu sagen, ja, der trackt den Index der unterliegenden Unternehmen. Aber auch diese, wenn man mit dieser Raumfahrttechnologie verbunden ist, man kennt das aus den Nachrichten, da ab und zu explodiert da auch mal wieder eine Rakete, was zum Schluss dann auch heißt, dass relativ viel Geld auch vernichtet wird. Also das bleibt auch dort volatil, ist aber eine spannende Idee auf jeden Fall, vielleicht als Beimischung auch. Ich habe mich, um das auch gerade noch zu erwähnen, mit unseren Star-Tradern auch schon mal diesbezüglich unterhalten. Die sehen das jetzt noch nicht als großes Investmentthema, aber gucken auch spannend nach wie vor drauf, was da passiert. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob eines dieser 30 Unternehmen, die in dem Space ETF vertreten sind, vielleicht auch für einen der Star Trader interessant sind. Aber das ist ja, wie du schon zwischenzeitlich sagtest, eine sehr, sehr langfristige Entwicklung, und von den ersten Träumen von Jules Verne, bis wir auch den Mond erreicht hatten, bis wir jetzt den Mond vielleicht auch normal besuchen können und dann zum Tourismus übergehen, da vergehen sicherlich noch viele, viele Jahre. Da bin ich mir auch sicher. Ich werde es höchstwahrscheinlich nicht mehr erleben. Ob du es noch erlebst, ja. Wir sind ja ähnlich alt. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Alles klar. Bis dahin gibt es noch viele spannende Talks. Ich freue mich drauf. Danke, Christian. Bis bald. Danke, Andreas. Bis bald.